Hallo Freunde und ein herzliches Willkommen zu einem Testvideo. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Ich brauche auf jeden Fall Feedback, das sage ich mal vorweg. Ich habe mir nämlich, wie ihr bereits sehen könnt, habe ich mir ein neues Headset zugelegt. Es sollte auf jeden Fall Rauschunterdrückung drin haben, allem drum und dran. Also sollte sehr gute, so gut wie möglich gute Qualität haben. Natürlich hat es nicht die beste Qualität wie ein Studio-Mikro, ja. Wissen wir alle, ja. Aber ich hoffe, es ist auf jeden Fall besser als mein Sennheiser Headset, was auch 80 Euro gekostet hat. Das, was ich jetzt habe, hat auch 80 Euro gekostet. Und zwar dieses HyperX Cloud 2. Das soll Rauschunterdrückung drin haben, allem drum und dran. Es hat sogar virtuelles 7.1 System. Wie ihr bereits sehen könnt, Moment, ich versuche es mal so gut wie möglich zu zeigen hier. Ah, ihr seht, ich kann Mikrofon laut stellen, leise stellen, ich kann Hörkopfhörer laut und leise stellen und so. Ihr habt ja jetzt bereits die ganze Zeit gehört, wie das hier sich anhört. Jetzt will ich noch einen Test machen, und zwar wie es sich anhört mit diesem alten Headset. Um einen Unterschied machen zu können. Ja. Also, das ist jetzt Mikrofon 1, also neu. Ja, Mikrofon neu. Das habt ihr jetzt die ganze Zeit gehört. Und gleich setze ich mein altes Headset auf und dann hören wir uns das mal an. Ich lasse jetzt die Einstellungen so, wie sie sind. Alles komplett. Ich habe auch das hier komplett auf Standard zurückgesetzt. So wie es original normalerweise wäre. Ohne Bearbeitung, ohne alles. Ne? So, dann stelle ich das jetzt mal um. Ihr werdet mich jetzt noch hören, aber gleich nicht mehr. So. Jetzt habe ich bereits umgeschaltet. Und ja. Ihr hört mich jetzt wieder. Ihr merkt schon, das ist ganz anders als das andere. Natürlich ist das andere jetzt anders einstellen. Machen wir Musik an hier. So, das ist natürlich ganz anders eingestellt als wie das andere, sag ich mal. Und ist natürlich klar. So, das war jetzt mein Test. Ich schalte jetzt wieder auf das, ich hoffe, angenehmere um. Gut, das Rauschen ist jetzt nicht mehr drin, das liegt aber an den Gain, weil an dem anderen. Ach, ich schalte erstmal um, weil das, glaube ich, ist ziemlich laut. So, Freunde, da bin ich wieder. Hab jetzt das andere eingeschaltet. Ich habe das Spiel natürlich jetzt nur, damit das auch im Hintergrund andere Musik zu hören ist. Ja. So, ich kann es jetzt auch nochmal ausmachen, weil kurzzeitig auch bei dem anderen nicht zu hören war. So. Ich brauche auf jeden Fall Feedback von euch, welches ihr jetzt besser fandet. Das hier hat natürlich auch ein bisschen Rauschen drin. Ein ganz, ganz kleines Rauschen hat das bloß. Das hört man auch wirklich nicht. Also das hört man zwar schon, aber nur ganz, ganz leise. Auf jeden Fall viel leiser als bei dem hier. Da jetzt natürlich dieses neue Gate bei dem hier jetzt drin war, ist das bei dem anderen jetzt natürlich auch mit drin gewesen. Neues Gate verwende ich immer. Das mache ich immer, weil wegen Atmen. Wenn ich atme, ja, das ist scheiße. Das ist scheiße, weil die Mikrofone sind immer extrem empfindlich und ich finde das echt scheiße. Wenn ich da, was weiß ich, mal einfach mal so. Ja, so ein. Das hört man auch, oder dieses. Wenn ich mich so. Ja, das muss man ja auch noch hören können. Auch so ein leises Atmen, wenn ich jetzt einfach mal so konzentriert bin, so. Hört man einfach nicht. Das ist perfekt. Das so soll es normalerweise sein. So, ich höre mir jetzt die Aufnahme natürlich selbst auch nochmal an und lade sie auch jetzt gleich direkt hoch, während ich sie mir anschaue. Auf Feedback würde ich mich auf jeden Fall freuen. Sagt mir, welches Headset ihr besser fandet. Dieses Sennheiser Headset, was ich vorher benutzt habe die ganze Zeit, oder das neue HyperX. Ja, sagt es mir einfach. Sagt es mir einfach, indem ihr, was für sich schreibt, HyperX besser oder Sennheiser besser. Ja, dann werden wir rausfinden, welches besser ist. Aber wie gesagt, ich muss dieses Sennheiser direkt komplett einstellen. Auf jegliche Scheiße. Ja, das immer und immer wieder, was ich bei diesem HyperX dann nicht mehr müsste. Ja. Also,
danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ich habe euch Zeit nicht zu sehr sinnlos beansprucht. Und ich würde sagen, sehen wir uns in den anderen Videos von mir wieder. Bis dann, ciao!